Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge dieses Let's Plays mit unserem Grimgorg Eisenpelz. Ja, machen wir doch einfach mal weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir haben ja die ein oder anderen Ogre hier wegvertrieben. Hermann Gorst hat sich ja auch hier... Ja, wie soll ich sagen? Nicht gerade freundlich uns gegenüber gezeigt und... Ich würde sagen, wir... zeigen mal hier, dass wir eben die Orks sind. So, was nehmen wir denn hier mit Goblins nicht? Orks. Ja, Trolle, Riesen und Steinschleuders. Okay. Wir buffen mal erst die Orks und mit dem kleinen Goblin. Was können wir denn hier machen? Hinterhaltleger, Attribut, Vorhautaufstellung. Okay. Schleicher, Kampagnensichtfeld plus 12%. Wäre natürlich interessant. Vielleicht. Dubioser Kerl, okay, das wäre die. Geschossresistenz plus 10%. Ne, lass mal erstmal. Flinke Füße. Ja komm, Nahkampfabwehr. Und zack. Wir können uns nicht bewegen, weil... Ah. Warum denn? Ja klar. Müssen erst die Runde beenden. Gut, dann switchen wir mal die Siedlungen durch. Hier mehr Kohle bitte, ja. Dann gehen wir hier auf Bosszelt. Dann hätten wir das auch. Das rentiert sich fast hier nicht. Das werden wir vielleicht dann noch tauschen. Okay. Könnten wir uns noch ein Upgrade hier leisten. Bei näherer Überlegung. Goblin-Infanterie minus 20% Unterhalt, Vorhutaufstellung für alle Goblins und plus 50% für die Kamikaze-Katapulte-Einheiten an Munition. Schrottverbesserung für Schwarzhawks, okay. Komm, das nehmen wir mit. Und ich würde sagen... Ja, komm. Das wissen wir doch. Erlass verfügbar. Ah, okay, Elfenbeinstraße. Rekrutierungskosten 10%. Wie sieht's denn hier aus? Kontrolle ist gut. Korruption passt. Ja, dann nehmen wir doch mal. Nicht, dass wir hier jetzt irgendwas rekrutieren werden, aber egal. Oder... Wir könnten uns hier vielleicht noch einen Lindwurm holen. Tschüss. Ach nee. Okay, macht nichts. Dann holen wir uns eben einen Flusstroll. Ja, warum denn nicht? Und beenden mal die Runde. 131 Fraktionen, okay. Ich nehme diese Folge sehr spät auf. Leider ging das nicht anders. Es ist quasi kurz vor knapp. Ich hoffe, es wird alles passen. Was möchten denn die im Bergfresser? Militärischen Zugang. Wollen wir ihnen den militärischen Zugang denn gewähren? Die sind in Krieg mit den westlichen Provinzen. Okay, mit den Marionetten der Zwietracht. Und Jusak. Unentdeckte Fraktion. Ein Bündnis möglich. Riskieren, nicht riskieren, nein. Auch diese Ogre werden wir aus unseren Landen vertreiben.
Da gibt es doch kein Wenn und Aber. Ja, Waffenstärke. Nehmen wir mit. Technologie ist erforscht. Oh, da habe ich jetzt schnell weggeklickt. Wir haben eine Streitkraft der Fraktion Karawane der Blauen Rosen. Beim Versuch entdeckt einen Hinterhalt in Splitterfels. Okay, zu legen. Ja, da sind sie ja schon. Oh mein Gott. Das sieht nicht sehr rosig aus. Ich bin ja leider kein guter Stratege in diesem Spiel. Aber wir versuchen es mit Grimgorg. Das ist um einiges dann einfacher. Hoffentlich klappt das. Jetzt die große Frage. Das wird so vielleicht nicht klappen, aber vielleicht locken wir ihn. Vielleicht locken wir ihn. Wo soll er denn groß hin? Wo soll er denn groß hin? Na, da kommen ja noch zwei weitere Armeen. Oh wei. Sollen wir einen Wog ausrufen? Geht das denn überhaupt? Würde gehen, tatsächlich. Ja. So. Ja. Geld ist ja noch genug da. Und eine weitere Runde wird hier gerade beendet. Mal sehen, was Hermann Gorst jetzt macht. Ich bin gespannt. Zieht er in den Krieg sofort? Und ja, scheint. Unterirdische Schlacht, drei Armeen. Au, au, au. Wir haben auch eine kleine Verstärkung. Puh, jetzt komme ich ins Schwitzen. Ja, das wird interessant. Also wenn wir das verlieren, wobei ja schon die automatische Vorausrechnung sagt, wir gewinnen. Oh wei. Ich garantiere nichts, aber ich werde mir durchaus Mühe geben. Wobei, wir können ja mit dem Lindwurm sofort Hermann attackieren. Das könnte vielleicht klappen. Wie gesagt, kein guter Stratege. Moment. So, einmal zurück. Die Jungs haben ja keine Fernkampfeinheiten. Das heißt, wir könnten eine größere Linie, oder? Ich glaube schon. Eine größere Linie unserer Nahkämpfer hier einfach vorne aufstellen. Geht ja nicht. Aber so würde es gehen. Dann verstärken wir doch mit den Trollen. Okay. Die Schweinchen kommen mal erstmal in die Mitte. Unser Kamikaze-Katapult kann erstmal hier bleiben. Unser lieber Grimmi, du gehst mal an die linke Flanke. Und Scram geht mal auf die rechte Flanke. So, was haben wir jetzt noch vergessen? Den Lindwurm. Und dann die Bogenschützen. Ja, gut. Was werden die denn groß hier jetzt ausrichten? Nicht viel. Die schalten wir einfach mit davor. Stellen einfach davor. So, die Verstärkung von hinten wird eintrudeln. Aber auf die Verstärkung werden wir nicht warten. Okay, einmal die Steuergruppe 1.
Grimgorg 2, Scram 3. Trolle auf der linken Flanke 4, Trolle auf der rechten Flanke 5 und unser Lindwurm die Nummer 6. Der Rest kann so bleiben. Auf die Plätze. Ach nee, eine Sache noch. Entschuldigung. Eine Sache vergessen. Wie gesagt, ich benutze ja Better Camera Mod. Jetzt haben wir auch einen Screenshot. Das Thumbnail. So, aber jetzt auf die Plätze, fertig, los. Und wir schicken allesamt Richtung Gegner. Schauen wir mal zu ihm rüber. Ja, 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 das wird ein Gaudi. Das wird ein Gaudi. Tja, so hübsch haben sie sich nur für uns gemacht. Okay, unser Lindwurm ist ja fast allen Einheiten des Gegners überlegen. Sobald die Jungs jetzt zum Stehen kommen, schicken wir alles in den Angriff. Ich meine, wir sind ja nicht umsonst die Orks. Und die Jungs sind auch eingetroffen, sehr schön. Dann machen wir eine neue Steuergruppe 7. Ups. Was ist denn jetzt kaputt? Mal weg. Aber jetzt. So. Jungs, ihr marschiert weiter vor. Du natürlich auch. Und du ebenfalls. Okay. Ja, Lindy, du natürlich auch. Und die Kamikazen können ja schon... Warum kann ich das jetzt hier von nicht anwählen? Ihr marschiert, beziehungsweise ihr marschiert nur ein Stückchen vor. Und greift dann Hellmann an. Ihr könnt ebenfalls vorrücken. Ihr auch. Das wird was. Das wird was. Wenn Hellmann fehlt. Wird's ein Spaß. Komm. Wir verlangsamen mal die Show. Okay. Ja, du kannst ebenfalls gleich drauf. Wo sind die Trolle? Nee, so nicht bitte. Hier. Und rauf, Jungs. Oh, da geht's schon los. Ein wenig. Die Hunde haben die Schwarzorks abgegriffen. Na toll. Da gibt's Hundesteaks heute für die Orks. Es gibt Hundesteaks für die Orks. Oh ja. Und was machen die hier? Lindy, bitte lass sie kommen noch. Wobei, du kannst ja schon mal hier drauf gehen. Okay. Die Jungs könnten... Was könnten die denn? Aktuell nicht viel. Doch. Den Leichenkahn in Angriff nehmen.
So, Jungs, auf geht's. Ey, was macht der Lindwurm? Macht er eine Pause? Komm. Die Schweinchen. Schön in die Seite rein, bitte. Sollen wir jetzt schon mal buffen? Schadet nicht. Und der liebe Lindwurm. Nee. Mach erstmal die Leichenkarte kaputt. So. Noch ein wenig extra Führerschaft für die Jungs. Wo ist Hellmann? Da ist er. Auf Hellmann! Die sind leider immer noch nicht groß vorangekommen. Aber bald. Und es sieht doch recht gut aus. Ja. Wir haben nichts zu tun. Das ändern wir gleich. Die hier kriegen ein bisschen auf die Schnauze, ein bisschen zu sehr. Gut, das sind Verfluchte hier, okay. Ah, das geht nicht. Das wird auch nicht gehen. Zu weit weg. Wo haben wir denn... Ah, der ist in Rage. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Jungs, wie sieht's denn aus? Die solchen Katapulte bringen auf den Hellmann gerade nicht viel. Der heilt sich ja zu sehr. Aber jetzt. Jungs, wie sieht's denn hier aus? Auf geht's. Der Lindwurm flieht im Augenblick. Aber ich glaube, der wird sich noch fangen. Und hier kommt endlich die Verstärkung. Da ist er wieder. Sehr schön. Wir machen erstmal hier weiter. Wir stärken. Ja, komm. Das geht. Ja, komm. Muss es los. Rein mit euch. Was hier? Die ruhen sich hier aus. Das geht nicht. Lindy, kommst du bitte? Gut. Oh, das war nicht schön. Buff nochmal alles durch. Da muss er zurück. Nein, ich glaube nicht. Scrum, du kannst weiterkämpfen. Es tut mir leid.
So, wie sieht es denn hier aus? Sieht nicht so prickelnd, aber... Wir kämpfen gegen 3 oder 4 Armeen. Die Jungs hier fliehen. Das gibt's doch nicht. Auch der Lindwurm ist wieder in Panik geraten. Aber gleich gibt's. Jetzt ist mir den Armen fallen. Der große Worg ist wieder gleich bereit. Jungs, bisschen drüber. Und jetzt geht's los. Untote zum Frühstück, Untote zum Abendbrot, Untote zum Mittag. Ja, die Kamikaze-Katapult hat sich jetzt leider ein bisschen verabschiedet. Ihr fokussiert bitte das Feuer auf Helmern. Eigentlich könnten es die Goblins ebenfalls tun. Scram kämpft nicht? Das gibt's doch nicht. Los. Keine Pause, auch nicht für dich. Was geschieht hier? Die flüchten oder was? Nein, tun sie nicht. Nein, tun sie nicht. Komm. Bestärkung, sehr schön. Warum kämpft er nicht? Er muss kämpfen. Ja, wahrscheinlich, weil er nirgends durchkommt. Oh, das war verkehrt. Das war verkehrter. Die Jungs sind hier. Rechte Flanke, es ist alles gerade. Aber die rechte Flanke ist deutlich besser. Bisher durchgekommen als die linke. Ja, schon wieder. Komm. Oh. Klein, aber oho. Auf geht's. Ja. Und das sieht doch sehr schön wieder aus. Jetzt müssen wir noch Hellmann erwischen. Dürfte wohl aber kein Problem jetzt gerade mehr sein. Und das war's. Ja. Eieieiei. Das gibt's doch nicht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Fast 6000 Einheiten haben wir vernichtet. Und haben selber knapp 560 verloren. Nicht schlecht. Also für meine Verhältnisse.
Ich bin tatsächlich zufrieden, hätte durchaus wahrscheinlich besser laufen können, aber schaut mal. Grimgurk 318, Scram hat 133, die Schwarzhawks fast 400 Einheiten getötet. Moschas hier 425. Gut, die Trolle haben nicht so viel reingehauen, aber auch nicht wenig. Aber von dem Lindwurm bin ich enttäuscht. Oder ich habe ihn völlig falsch eingesetzt. Könnte natürlich auch sein. Wir kriegen fast 10.000 Glitzerkram. Wir verstärken die Armee. Ah, die sind nicht weg. Die Untoten sind nicht weg. So, was will der jetzt schon wieder? Krieg beitreten? Nein, immer noch nicht. Kommt noch. Versprochen. Streitwagen, Kezeinräubers und Siedlung ist belagert. Heulende Wüste. Oh, okay. Das ist dann leider jetzt erstmal so. Und wir haben ganze 2 Punkte rausgekriegt. Der zerschmettert sich schneller. Nochmal Plus auf die Trolle. Ja. Nochmal Plus auf die Trolle, dann zerschmettert sie schneller. Dann ist die große Frage. Gehen wir auf Grimgorg? Ein wenig. Würde, glaube ich, nicht schaden. Scram, wie sieht's aus? Jawohl, unsterblich erreicht. Stufe 20. Du bist jetzt ein bisschen schwerer zu treffen. Ach komm, warum denn nicht? Du bleibst da. Du kannst dich hier aus dem Tunnelmodus wegbewegen. Und Hellmann Gorst ist ja angeschlagen ohne Ende. Wollen wir mal die Chance nutzen? Oh ja. Aber diesmal mit einem automatischen Gefecht. Wir stärken die Einheiten. Mei, ist das nicht schön? Okay. Die Hauptstadt, dessen Name mir jetzt entfallen ist. Einkommen aus Beute nach der Schlacht plus 40%. Es gibt ja dann ordentlich Kohle. Ja. Das lohnt sich. Es war wohl doch eine gute Entscheidung, den Woger auszurufen. Und was wir hier machen könnten gegen die Oger. Gehst du mal bitte raus aus der Stadt. Achso. Ah, das war blöd. Das war gerade blöd. Ansonsten Tunnelmodus und dann hier rüber. Schwarze Festung wird jetzt fallen, okay. Eigentlich will ich ja hier nicht weg. Der Grätzgutz, der gute alte Grätzgutz. Grätzgutz, du bleibst noch hier. Und du bleibst hier. So, und dann können wir noch hier irgendwo weiterziehen? Sieht nicht so aus. Aber die haue ich raus. Auflösen, jawohl.
Nee. 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 Haben die was Gutes inzwischen? Nahkampfspezialist? Auch nicht. Ja. Erstmal. Also Unterstützung für die Schweinchen. So. Dann gehen wir hier rein. Warum nicht? Fast 400. Glitzerkram zusätzlich. Schadet nicht. Geschossstärke interessiert mich jetzt ein wenig. Schussverbesserung freigeschaltet für Nachtgoblins, Bogenschützen, Fanatics und die anderen Fanatics. 10% für Geschossinfanterie und Geschossstärke. Wolfszucht? Nein, danke. Aber das hier, das nehmen wir mit. Und das natürlich auch. Auwei, das habe ich ja übersehen. Doch leider an dieser Stelle muss ich sagen, wie es weitergeht, werden wir in der nächsten Runde sehen. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und wir sehen uns am Sonntag wieder. Schöne Zeit, schönes Wochenende. Bis dahin, macht's gut.